So, weiter geht's heute mit dem nächsten Spiel und das heißt Champions League gegen Slavia. Da wollen wir natürlich gewinnen nach dieser Niederlage in Tottenham. Müssen wir heute was gewinnen? 16, irgendwas Millionen. So, vorher aber noch eine kleine Verhandlung mit Coutinho. Vielleicht kriege ich den ja für diese 20, 25 Millionen nochmal abgegeben, weil dann hätte ich eine Möglichkeit, was zu machen. Ich probiere es aber mit 22 Millionen. Ich gehe erstmal auf 21 Millionen. Also mit 20 Millionen möchte ich loswerden. Würde ich ihn abgeben, sagen wir es mal so. So, also, wie gesagt, das ist mein letztes Angebot. Entweder geht jetzt drauf ein oder lasst es sein. Dann haben wir es nämlich auch durch. Tja, dann ist es nicht mein Problem. Dann behalte ich das Angebot und dann ist es, wie gesagt, nicht mein Problem. So, also, wie gesagt, nach dem Sieg gegen Leverkusen in der letzten Folge wollen wir heute natürlich mit dem weiteren Sieg gegen Slavia rankommen. Da geht es weiter mit dem HSV als nächsten Gegner. Also, es geht jetzt gerade Schlag auf Schlag in den nächsten Tagen. So, gehen wir mal kurz eben in die Pressekonferenzen. Ich danke fürs Kommen. Wir können dann jetzt mit den Fragen beginnen. So, keine neuen Fragen. Damit ist die Pressekonferenz mal durch. Und weiter geht's jetzt, wie gesagt, mit dem nächsten Spiel. Wir wollen gegen Slavia, wie gesagt, das Spiel gewinnen. Die haben nämlich, da müssen wir auch höllisch aufpassen, weil die haben gegen PSG nur unentschieden gespielt. Also aufpassen, liebe Leute. Das wird nicht ganz einfach werden. Also, so. Ich muss leider aus Fitnessgründen mal zwei Wechsel auf einer Position machen. Jetzt gleich sofort los. Na dann, auf geht's. Der große Moment ist da. Ein Spiel der ganz besonderen Sorte. Ein echtes Highlight. Bleiben Sie dran. Wie gesagt, jetzt erstmal Slavia. Das müssen wir eigentlich gewinnen, um wieder ein bisschen in der Champions League in der Gruppe drin zu sein, weil jetzt jetzt. Durch das Spiel begleiten Sie Wolfuß und der Kollege Frank Buschmann. Die UEFA Champions League läuft. Es kommt heute zu einem Duell in der Gruppenphase. Schalke 04 gegen Slavia Prag. Ein wichtiges Gruppenspiel in diesem Wettbewerb. Wolf, da wollen natürlich beide heute überzeugen. Beide wollen den Sieg, ist ja klar. Du brauchst natürlich die Punkte. Von daher dürfte es interessant sein. Stefan Sanch, die Nummer 6. So, also geht jetzt sofort los. Dadurch, dass ich die Musik aus habe, könnt ihr die Hymne leider nicht hören.
Finde ich ein bisschen. Ja, ist halt ein bisschen schade, aber ich kann halt der Musik nicht drin lassen. Naja, gut. Okay, geht es gleich los. Ins Topspiel. Zwei Wechsel auf jeden Fall auf den Positionen. Ciao hinten links und Ludewig rechts. Und dafür Kobylanski auf der 6. Das sind die beiden Änderungen. Dafür Becker und Kolasinac raus aus Fitnessgründen einfach nur. Wir sehen bei Ihnen heute ein 4-5-1. Na, aber offensiv ausgerichtet. Und entsprechend stehen die Mittelfeldspieler vergleichsweise hoch. Können so variabel attackieren. Also da ist es egal, dass da nominell nur eine Spitze dabei ist. Spieltag 2 in der UEFA Champions League ist schon klasse, wie dieser Wettbewerb angenommen wird. Und das seit vielen, vielen Jahren, Wolf. Der Triumph hier, der ist wichtiger als ein Triumph in der heimischen Liga. Wenn du das Ding gewinnst, dann bist du ganz groß. Ja, das ist es einfach. Aber wie gesagt, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir diese Gruppenphase überstanden bekommen. Mit PSG und Tottenham haben wir natürlich zwei Hammer-Gegner und auch Slavia sollte man nicht unterschätzen. Das ist klar. Sie entscheiden sich ebenfalls für ein offensives 4-5-1. Ein Duell der Taktikfüchse. Bin echt interessiert und gespannt, wer sich da durchsetzt. So. Also wie gesagt, Slavia hat im ersten Spiel dieses Unentschieden geholt gegen PSG und wir haben dieses Spiel gegen Tottenham verloren, sind mit der letzten in der Gruppe und müssen heute um diese drei Punkte eigentlich auch sehr safe holen, aber dafür darf man so einen Ball nicht verlieren, wie es gerade Paulinho getan hat. Und Zentner, ja, erste Chance für Slavia, also ein bisschen aufpassen, liebe Leute, das kann auch ganz, ganz schnell mal in die Hose gehen, also weiter geht's. Abseits, oder? Nö, kein Abseits. Nächste Ecke. Für mich war das eigentlich Abseits, aber scheinbar dann dachte ich jetzt da, nö, das war's nicht. Da kommt die Ecke. So, und jetzt macht Slavia aber den Druck, den sie eigentlich nicht machen wollen. Die bauen hier richtig auf. Und dann sind wir noch 7-8 Minuten, weil recht sowas von einen auf den sollten wir heute ganz besonders achten. Ein bisschen unter Druck und jetzt haben wir Paulinho, der vielleicht jetzt mal ein bisschen Glück hat. Paulinho. Und 1-0. 10 Minuten rum. Die Sabia macht richtig Druck. Die haben 3-4 Chancen am Anfang. Und dann gibt es einen Einkontakt davon über Paulinho. Der aber auch Glück hat. Dieser Ball hier. Der Grund für den Treffer war der enorme Druck, den sie gemacht haben. Und dann fällt das Tor. Ja, aber so viel Druck war nicht. Es war einfach ein bisschen Glück dabei. Und all diese Kaltschnäuzigkeit von Paulinho, der einzige, der das 1-0 erzielt. Große Freude über diesen Führungstreffer. Also, 10. Minute, 1-0, Paulinho, erstes Champions-League-Tor, klar. Ersten Treffer, jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Naja. Also, erste Aufgabe, erster Schritt schon mal gemacht, diesen Sieg, jetzt müssen wir gucken, wie es bis dieses Spiel sich weiterentwickelt, wie dieses vorliegende Parallelspiel dann ausgeht. Jetzt ist er durch. Und diesmal ist es kein Abseits. Palario, Alario, 2-0. 16. Zu 0. Nochmal das Tor in der Wiederholung. Sie zieht den Konter perfekt auf. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidiger. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Ja, so kann man es einfach mal sein. Wir sind kaltschnäuzig sein. Einfach mal die Dinger da vorne machen. Mit ein bisschen Glück die Anfangsphase zu 0 überstanden und dann halt quasi zwei Nadelstiche gesetzt. Also erstmal ist es Salario. David Hovorka. Sie passen den Ball gut, aber jetzt brauchen sie mal eine. Ja, mal gucken, wie sich diese Partie jetzt einfach weiterentwickelt. Erstmal die eigenen Hausaufgaben zu machen. Zur Stelle Ballgewinn. Richter. Platz, jetzt vielleicht der Konter.
Walker, der kommt da locker vorbei erstmal an dem Jason. Und der schnappt sich den, der Keeper schnappt sich den Ball vor Paulinho weg. So gerade noch. Nicolas Stanciu. Super dazwischen gegangen. Schöner Ball, aber weiter. Momentan ist der FC Schalke das gefährlichere Team. Sie wollen natürlich jetzt die relativ schnelle Entscheidung in diesem Spiel. Wie ist es 2-0 führt man erstmal. Guter Pass. Ja, schöner Ball auf die Außen. Das gibt auch Abstoß, weil der Ball von den Tschechen nach außen gebracht wurde. Dann haben wir jetzt Akpo Guma. Schalke hat deutlich weniger von diesem Spiel, was den Ballbesitz angeht. Ja, am Anfang war ja klar, irgendwo. Ja, die Rose kommt nicht rein. Lucas Alario. Alario. Super gemacht, gute Verteidigung. Ja, vielleicht ein bisschen, mit ein bisschen Glück da vorbeizukommen noch. De Rose. De Rose. Und Ecke. 37. Minute. Also nicht mehr allzu lange bis zur Halbzeit. Gibt die nächste Ecke. Abschluss. Ja, man führt, wie gesagt, wir führen mit 2-0. Das ist erstmal ganz, ganz wichtig. Um auch durch ein bisschen wieder in der Champions League. In der Liga haben wir es ja mit dem Sieg gegen Leverkusen ein bisschen zurückgekämpft. Ah, schade, Paulinho kommt nicht vorbei. Er spielt den Verteidiger aus. Super Pass jetzt. Ja, Zentner. Ruhiger Spielaufbau, das sieht gut aus. Und super Einsatz. Da kann er dann könnte in Konter gehen. Stefan Savic. Die Nachspielzeit wird da angezeigt. Eine Minute gibt es noch oben drauf. Und da verlieren sie den Ball. Glück gehabt. Und dann ist Pause. 2-0 der Halbzeitstand. Ja, wieder ein bisschen Glück. Die Anfangsphase überstanden. Dann direkt nur ein Doppelschlag. In der 10. und 16. Minute. Das ist momentan der Halbzeitstand. Also steht hier 2-0. Ja, mal gucken, wie die zweite Halbzeit jetzt weitergeht. Jetzt geht dieses Gruppenspiel weiter hier in der UEFA Champions League. Wir freuen uns auf Durchgang 2. Ja, jetzt vielleicht mal Marco Richter, da, der ein bisschen Platz hat auf der rechten Seite. Was macht er draus? Gucken, auf seiner Seite. Lucas Alario. Uiuiuiui, da war Alario, der ein bisschen sehr... War ich noch ein bisschen überrascht, dachte ich mir, okay, da kommt eh nicht durch, aber der kam dann durch und dann verhindert er das. Ja, wer lässt sich da etwas zu viel Zeit? Verhindert der Keeper hier das 0-3. Wartet den Moment. Können Sie verkürzen? Sehr gut geblockt worden. Und Latte! Und er pfeift abseits. Er pfeift sogar abseits. Wenn Sie hier noch was heute nicht gezählt. Wollen, müssen Sie nun reagieren, das tut der Trainer auch. Er bringt einen neuen Mann. Jetzt vielleicht der Vorstoß auf außen. Der Ballverlust. Schlecht gespielt. Und in Kürze steht die nächste Bundesliga-Partie in Hamburg. Für den FC Schalke. Dann geht es auswärts. Ja, das wissen wir ja, dass es so nach Hamburg geht. Schön Center. Robin Center. Da fängt er die Flanke ab. Lucas Alario. Paulinho. Ja, vielleicht mal ein bisschen mit Glück, Richter. Schönes Ding. Jetzt könnt ihr die Flanke in den Strafraum bringen. Und die Situation geht. Die her. Ist ziemlich ungefährlich gewesen. Weil die Flanke war okay. Aber keine Ahnung, wie man das schnell geht, dann wird's gefährlich. Ja, jetzt haben wir ihn. Das ist wichtig. Wenn der Ball ankommt, dann wird's hier gefährlich. Mhm. Aber gut aufgepasst da hinten in der Verteidigung nochmal. Er entscheidet schnell und richtig, er gibt Vorteil. Ja, da ist er zur Stelle, Ballgewinn. Genau. Schöner Ball. Kobylanski. Jetzt mal ein bisschen Platz auf der rechten Seite. Viel über rechts. Yes, 3-0. Lucas Alario. 69. Wir schauen auf
die Entstehung des Tores. Sie bringen den Ball rein und dann ist es klasse gemacht. Knipserqualität, würde ich sagen. Aus kurzer Distanz lässt er dem Keeper keine Chance. Sein natürlich zweites Champions League-Tor erst. So viel können wir zu diesem Zeitpunkt wohl festhalten. Die Partie ist so gut wie gelaufen. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. So, was machen die Tschechen jetzt noch? Was können sie jetzt noch? Und da ist der Ball wieder weg. Die nächsten beiden Gruppenspiele heißen übrigens der nächste Gegner Paris Saint-Germain und zwar direkt hintereinander weg. Erstmal auswärts und dann zu Hause. Aber wenn du aus der Distanz so eine Chance hast, dann muss eigentlich fast mehr rumkommen. Ne? Ja, wieder die wieder Slavia, die jetzt mit ein bisschen Glück, weil die Schalke wieder nachlässig sind, einfach momentan. Sehr nachlässig. Alario. Alario! Und das ist Ecke. Kommt. Und er wehrt die Ecke ab. Klare Verhältnisse hier, kurz vor dem Ende, 3-0 der Spielstand. Schauen wir doch mal, mit wem sie es als nächstes zu tun bekommen. Der kommende Gegner der Schalker heißt Hamburger SV. Und nach dieser schade. War ein bisschen gefährlich. Sie da mit breiter Brust auflaufen. Jetzt mal wieder die Tschechen. Ah, das war halbherzig, dieser Zweikampf. Und er schießt. Der Abwehrspieler wirft sich in den Schuss. Regulär sind es hier noch 3 Minuten. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Ah, schöner Ball auf die Rose und raus. Hat er gut gesehen, war eigentlich anders geplant, aber gut, okay. Ja, vielleicht kommt jetzt was. Gefährliche Szene. Noch ist die Chance da. Ja, und dann ist hier Feierabend. 3-0 der Einsieg gegen Slavia und damit ist man wieder in der Champions League Gruppe drin. Heute also der erste Sieg. Und das freut sie natürlich. Man merkt eben die Erleichterung an. Das war ein wichtiger Dreier. Jetzt sieht die Tabelle wieder freundlicher aus. Man muss eigentlich die Heimspiele gewinnen. Na gut, Tottenham zu Hause noch, Paris noch zu Hause, alles noch möglich, klar. Also, man hat die Aufgabe erstmal gelöst und zwar hat die Pflichtspielaufgabe oder die Pflichtaufgabe Slavia mit Bravour erledigt. Kann jetzt im nächsten Spiel gegen den HSV ran. Und ja. Gut, gehen wir rein in Richtung Hamburg jetzt. Und das sehen wir uns dann in der nächsten Folge an, liebe Leute. Dann sind wir wieder mit dabei.